Ja, hallo zusammen. Heute reden wir über mein Badlands Setup, mit dem ich gefahren bin. Und ihr seht es schon, das Fahrrad ist noch komplett eingesaut im Wüstenmatsch. Damit bin ich so gefahren und ich möchte so ein bisschen auf die Sachen eingehen, die funktioniert haben und auch Sachen, die vielleicht nicht so sehr funktioniert haben. Denn wir haben das Fahrrad vorher etwas konfiguriert. Vielleicht habt ihr das Video ja bereits gesehen. Und rückblickend haben sich einige Sachen als suboptimal erwiesen, andere haben super gut funktioniert. Und ich möchte euch so ein bisschen meine Erfahrungen teilhaben lassen und euch auch erzählen, was ich dabei hatte, Packliste und generell ein bisschen über das Event sprechen. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich bin gerade hier in Laufsachen und das hängt damit zusammen, dass ich jetzt im Lauftraining bin. Ich habe jetzt nur das Fahrrad kurz für das Video mit rausgenommen. Und warum bin ich im Lauftraining? Ganz einfach, weil ich jetzt nach Afrika laufe. Ihr habt richtig gehört, ich laufe nach Afrika. Am 12. Oktober geht es los. Um 12 Uhr in Frankfurt am Main an der Hauptwache ist der Startpunkt. Da starte ich die Tour. Und ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen, einfach mitzukommen. Ihr könnt mich auf den ersten Kilometern begleiten. Egal, ob ihr jetzt joggen wollt oder langsam mit dem Fahrrad nebenbei fahren. Ist völlig egal, ihr seid herzlich dazu eingeladen, am 12. Oktober um 12 Uhr an der Hauptwache einfach mit mir zusammen die Tour zu starten. Und dann werde ich nach Marokko joggen oder laufen, mal gucken. Aber das nur nebenbei, kommt gern vorbei. Und es geht jetzt so ein bisschen um das Fahrrad hier. Ihr habt es mitbekommen, wir haben das Fahrrad gewichtstechnisch echt runtergetrimmt. Ich meine, das ist ein Stahl-Gravel-Bike mit 45 mm breiten Schlappen. Und das Setup, wie es hier steht, wiegt 8 Kilo on point. Aber es gab, wie gesagt, ein paar kleine technische Schwierigkeiten, auf die ich noch eingehen werde. Generell zum Event Badlands. Was ist Badlands überhaupt? Für diejenigen, die es nicht wissen, kann ich es noch mal kurz erklären. Das ist ein Gravelrennen durch die Gorafe-Wüste in Südspanien bei Granada in der Nähe. Gibt es nämlich ja die einzige richtige Wüste in Europa, und zwar ist das, oder die Region, wo es halt Wüsten gibt, und zwar ist das die Tabernas-Wüste und die Gorafe-Wüste, die nebeneinander sind im Prinzip. Und dieses Rennen geht 800 Kilometer durch die Wüste mit 16.000 Höhenmetern. Und das war schon echt hart. Also es ist quasi ein Gravel-Ultra-Rennen. Wir hatten, glaube ich, am heißesten Tag 43 Grad in der prallen Sonne ohne Schatten. Und teilweise waren die Wasserstellen 80 Kilometer auseinander, sodass man da doch durchaus ein bisschen planen musste. Und 80 Kilometer hören sich jetzt vielleicht nicht so viel an, aber wenn man durch super weichen Sand fährt, wo man fast schon einsackt, weil es wirklich lockerer Sand ist, also da kann man zu Fuß kaum durchgehen, das ist wie am Strand laufen. Das kombiniert mit Gegenwind und so einer leichten Steigung, also wenn es halt immer so permanent mit 2-3% bergauf geht, aber halt die ganze Zeit, ja, dann macht es einen schon zu schaffen. Es ist mental auf jeden Fall eine Herausforderung, dieses Rennen. Nachts war es teilweise super kalt, 9 Grad, vielleicht 8 Grad, mal 10 Grad. Solche Temperaturen waren nachts, also gefroren hat es jetzt nicht, aber es war schon doch sehr, sehr frisch. Und tagsüber bis zu 43 Grad. Das war halt Badlands. Ja, wie ist das Rennen für mich gelaufen? Ich kann ja noch mal so ein bisschen erzählen und dann auf meine Packliste zu sprechen kommen, warum ich das so gemacht habe. Ich hatte relativ wenig dabei, das kann ich schon mal vorneweg sagen. Im Prinzip hatte ich dieselben Sachen dabei wie für eine normale Tagestour und nur halt ein paar Gels mehr. Und zwar war mein Plan, das am Stück durchzuballern. Ich wollte das einfach durchbrettern. Ich dachte mir, ach komm, 48 Stunden ohne Schlaf, das packst du schon. Und mit dem Plan bin ich ans Ziel gegangen und habe dementsprechend auch wenig gepackt. Ihr seht es, ich habe keine Satteltasche. Das ist alles, was ich an Gepäck dabei hatte. War auch super gut in der Zeit. Ich bin halt echt schnell durchgekommen, habe dementsprechend auch keine Vorbeifahraufnahmen gefilmt, sondern wirklich nur aus der GoPro heraus, wenn ich gefilmt habe. Ja, ich glaube bei Kilometer 430, also
bei etwas mehr als der Hälfte. Ich glaube, Ben wollte mir noch einen Screenshot schicken, den kann ich ja mal hier einblenden, weil ich habe keine Screenshots machen können. Ja, ich war beschäftigt mit dem Rennen, aber andere Leute haben mir Nachrichten geschickt, die ich dann so ab und zu auf der Uhr gesehen habe. Und ich weiß, dass es Screenshots davon gibt, wie ich auf Platz 37 oder auf Platz 35 war, nach der Hälfte ungefähr. Und zwischenzeitlich habe ich noch Leute überholt, die gerade eine Mittagspause gemacht haben. Und dann war ich sogar auf Platz 29, also unter den Top 30 von, ich weiß gerade nicht, wie viele Teilnehmer es gab, 450 oder sowas. Wobei, ich glaube, 300 bis 350 Leute in der Kategorie Solo und dann gab es noch Pärchen. Aber ungefähr 450 Leute insgesamt, ja, und ich war in den Top 30. Ist super gelaufen, bis ich technische Schwierigkeiten bekommen habe. Und jetzt können wir nochmal drauf zu sprechen kommen, was jetzt technisch nicht so gut funktioniert hat und woraus ich jetzt einfach meine Lehren gezogen habe. Zum einen riesige Probleme mit der Gangschaltung, das war der größte Struggle, die Schaltgruppe. Und da muss ich dazu sagen, so, ne, klar, das Fahrrad ist von M83, die haben das gesponsert, zusammengebaut. Da muss ich aber ganz klar sagen, die trifft gar keine Schuld, weil die verbauen ja auch nur Komponenten, die man woanders wieder kaufen kann. Und wenn eine Campagnolo nicht funktioniert, dann ist das nicht die Schuld von M83. Das war einfach die Campagnolo an sich, die macht schon seit längerer Zeit Probleme. Vor dem Rennen ging das Schaltwerk nicht, das hat dann angefangen, komische Geräusche zu machen. Und wir haben einfach ein neues Schaltwerk reingemacht. Also wir haben das auch nicht behoben können. Wir wussten nicht, woran es liegt. Es war einfach super seltsam. Und dann haben wir das Ding einfach ausgetauscht. Okay, komplett neu. Neues Ding verbaut. Dann hat es erstmal funktioniert. Montiert wurde auch alles fachgerecht. Also die Kurbel mit Drehmoment angezogen. Wie man es machen muss. Ja, da ist halt... Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Bei Kilometer 430, was ist passiert? Wollte mich ausklicken. Auf einmal hängt noch die Kurbel am Pedal. Ja, die komplette Kurbel hat sich gelöst. Das war super suboptimal und das hat dann einfach dazu geführt, dass für mich an der Stelle das Rennen gelaufen ist. Weil ich hatte 17 Stunden Zwangspause, bis ich jemanden gefunden habe, der mir helfen konnte. Weil ne, Campagnolo, spezielles Werkzeug, ich meine, man braucht dafür einen 10er im Bus. Und selbst eine Kfz-Werkstatt hat normalerweise maximal einen 8er im Bus. Ich habe dann jemanden nach 17 Stunden gefunden, der mir helfen konnte. Das war dann in dem Fall eine Kfz-Werkstatt, die zufällig auch größeres Werkzeug da hatten. Und dann haben wir die Kurbel wieder festgekriegt. Aber die war halt abends, also das Ding ist abends abgefallen und um 18 Uhr hatte die Werkstatt schon zu. Und musste ich da halt in eine, ja, zwischen Olivenbäumen verharren und habe da gepennt. Ohne Schlafsachen, weil ich entsprechend minimal gepackt habe. Ne? Ich wollte ja durchfahren, hatte dementsprechend nichts zum Schlafen mit. Ja, war super. Lustige Geschichte nebenbei, ich habe dann in den Olivenbäumen geschlafen und irgendwann nachts ging die Bewässerungsanlage an. Ja, top. Jedenfalls haben wir das dann hinbekommen. Warum sich das gelöst hat, keine Ahnung. Ich fahre die schon lange, hat sich noch nie gelöst. Ich kann es mir nur erklären, dass das irgendwie bei Camper, keine Ahnung, irgendein Konstruktionsfehler ist oder ich weiß es nicht. Gewinde falsch rum. Meistens ist es ja so, dass wenn man tritt, sich das Gewinde quasi selbst nochmal festzieht. Deswegen sind die Pedale ja gegenläufig geschraubt. Ich weiß nicht, ob das dann bei denen falsch rum war oder ich denke mal, das muss ein Konstruktionsfehler sein von Campagnolo. Keine Ahnung. Danach, gut, die Kassette lief irgendwann schwergängig. Da habe ich den Grund noch nicht ganz rausgefunden. Auf einmal, ja, jetzt geht's wieder. Die Kette ist irgendwann abgesprungen und die ganze Zeit runtergefallen. So ein bisschen, als wenn das Kettenblatt komplett verschlissen wäre. Ist es aber nicht. Also die Schaltgruppe hat riesige Probleme gemacht. Die wird jetzt auch ausgetauscht, also M83 hat mir jetzt in Aussicht gestellt, eine andere Schaltgruppe zu verbauen, sobald ich von meiner anderen Tour wieder zurück bin. Deswegen nochmal vielen Dank für die Unterstützung und für die Hilfe. Die Schaltgruppe, die fahre ich schon ewig, die ganzen Probleme, die kamen jetzt auf einmal durch Zufall. So, andere Sachen an dem Fahrrad. Was haben wir getauscht? Wir haben getauscht die Laufräder, dazu sage ich gleich nochmal was. Da gab es nämlich auch Probleme. Aber auch da ist Pyrope wieder nicht schuld, weil ich habe auf eine Wunschkonfiguration bestanden, die sich als suboptimal erwiesen hat.
sage ich gleich noch was zu. Ansonsten, wir haben getauscht die Bremsscheiben, um Gewicht zu sparen, weil die waren noch mal leichter. Ihr habt das Video vielleicht schon gesehen mit dem Umbau, was wir alles ausgetauscht haben. Ne? Bremsscheiben, die sind einteilig. Vorher hatte ich zweiteilige Bremsscheiben und der Unterschied ist einfach, dass einteilige Bremsscheiben tendenziell schlechter kühlen, dafür leichter sind vom Gewicht. Und das habe ich gemerkt, bei Abfahrten wurden die teilweise schon sehr heiß und haben Quietschgeräusche entwickelt, die ich von meinen zweiteiligen Bremsscheiben so vorher noch nicht kannte, weil die einfach viel schnell heiß gelaufen sind. Hat es funktioniert? Ja. Und ich muss sagen, ich hatte jederzeit ausreichend viel Bremskraft. Also vom Bremsverhalten her habe ich mich jederzeit sicher gefühlt. Ich konnte immer perfekt bremsen. Und ja, aber da kamen irgendwann so Quietschgeräusche und ich habe gemerkt, dass die einfach heiß werden. Würde ich nochmal auf einteilige Bremsscheiben setzen? Vermutlich ja. Vermutlich würde ich das nochmal genauso machen, weil mir die Gewichtsersparnis in dem Fall wichtiger ist als die Geräusche, die hin und wieder aufgetreten sind. Kann man sich darüber streiten? Weil theoretisch hat man dann weniger Bremsleistung, wenn die zu heiß werden. In der Praxis war es aber jederzeit immer noch ausreichend. Ja, muss man sich überlegen, aber wahrscheinlich würde ich diese Bremsscheiben wieder dran machen. Ansonsten haben wir getauscht. Gut, das Lenkerband, abgesehen davon, dass das jetzt schnell schmutzig wird, war es vom Komfort her gleich. Außerdem haben wir, wie gesagt, den Rahmen entlackt, die Sattelstütze gekürzt. Das hat jetzt gar keine Probleme gemacht. Und wir haben andere Reifen drauf gemacht. Vorher hatte ich die Pirelli Gravel Cinturaccio M oder keine Ahnung, wie die heißen. Ihr wisst, welche ich meine. So, draufgezogen haben wir die Conti Terra Speed in 45 mm. Und da muss ich rückblickend sagen, vielleicht waren die Reifen ein bisschen zu schmal und hatten zu wenig Profil. In den Rahmen bekomme ich jetzt offiziell maximal nur 45er rein. Ich glaube, 50er hätte ich auch noch reinbekommen. Ja, aber im Endeffekt wäre es wahrscheinlich besser gewesen, breitere Reifen reinzumachen mit etwas mehr Profil, weil teilweise war das schon sehr grobes Gelände, lockerer Untergrund. Also das war teilweise schon kritisch. Und aufgrund der Fotos, die auf Social Media rumkursieren, hatte ich so ein bisschen den falschen Eindruck und dachte, das wäre überwiegend sehr guter Schotter und da müsste ich mir den Reifen zurechtkommen. Ich glaube, was Breiteres wäre besser gewesen, um ehrlich zu sein. So viel zu den Reifen. Ansonsten, genau, ich habe jetzt inzwischen hier wieder meine Kigo-Flaschen drin, die super sind. Ich habe aber einen Fehler gemacht und zwar habe ich andere Flaschen genommen für das Rennen. Der Grund war folgender. Ich habe gesagt, Wüste, sehr heiß und teilweise waren die Wasserquellen sehr weit auseinander. Und die Kigo-Flaschen, die haben 750 Milliliter und ich wollte einfach in den Bedingungen Flaschen haben, die mir ein bisschen mehr Volumen haben und ich so mehr Wasser transportieren kann. Deswegen habe ich mich für 950 Milliliter Flaschen entschieden. Und das hat sich als Fehler herausgestellt, weil die anderen Flaschen viel empfindlicher waren. Mir ist gerade was Dummes passiert. Da ist die Flasche runtergefallen. Aber jetzt habe ich kein Wasser mehr. Bisschen unpraktisch in der Wüste. Die Kigo-Flaschen hingegen, die sind mir schon so oft runtergefallen und ich muss sagen, die sind super robust. Die wären mir nicht kaputt gegangen, aber aus Fehlern lernt man bekanntermaßen. Und dann hatte ich noch erwähnt, dass ich kleine Probleme mit den Laufrädern hatte, beziehungsweise die Laufräder, die waren an sich super. Nochmal vielen Dank für Pyrop, dass die mir diese tollen Laufräder zur Verfügung gestellt haben. Nur die Felge, die ich unbedingt haben wollte und mir da rein konfiguriert habe, hat sich als suboptimal erwiesen. Nochmal zu den Laufrädern an sich, also die sind halt echt geil. Ich glaube, das komplette Laufradsatz wiegt um ein Kilo, also ein Kilo wegen die Laufräder, also das Paar, beide zusammen, super, super leicht. Und die Textilspeichen, das ist nämlich das Besondere daran, die haben keine Stahlspeichen, sondern Speichen aus Textil, die dämpfen einfach nochmal ein bisschen und damit ja, werden diese hochfrequenten Vibrationen einfach rausgefiltert und es fährt sich viel angenehmer, muss ich sagen. Die Laufräder sind echt top.
Jedenfalls habe ich mich für Felgen entschieden, die halt nicht so optimal sind. Ich habe nämlich gehört, dass die Felgen super gut sein sollen. Und dann habe ich Pyrope darum gebeten, mir diese Felgen rein zu konfigurieren. Dementsprechend nehme ich den Fehler auf meine Kappe. Hat sich herausgestellt, das war anscheinend mit den Reifen gar nicht kompatibel, die ich drauf gemacht habe. Und zwar ist mir einfach der Reifen von der Felge geflutscht. Beim ersten Mal, das war noch vor dem Rennen, bevor es losgegangen ist, beim ersten Mal war ich mir nicht sicher, okay, habe ich was falsch gemacht? Kann sein, dass die Pumpe, die ich verwendet habe, dass da die Druckanzeige nicht stimmt. Ne? Ich habe ihn auf 2 Bar aufgepumpt, aber waren es wirklich 2 Bar? Vielleicht waren es 5 Bar? Ne? Da dachte ich mir so, wer weiß, wie genau die Anzeige war von der Pumpe? Who knows? Ja, ich dachte so, okay, vielleicht irgendwie lag die Fehlerquelle woanders. Keine Ahnung. Aber beim Rennen ist mir der andere Reifen dann auch noch runtergerutscht. Und dann war klar, und da hatte ich einen anderen Reifen. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Ne? Beim ersten Mal ist mir ein Terraspeed runtergerutscht. So, der war dann hin. Dann habe ich mir im Radladen einen anderen Reifen geholt, und zwar einen WTB Riddler. Der ist dann auch nochmal runtergeflutscht. So, beim zweiten Mal war ich mir aber sicher, dass ich der Reifen nur 2 Bar hatte, weil ich den mit einer anderen Pumpe aufgepumpt habe. Und der bekannte Daumentest hat mir auch gesagt, dass das nicht viel höher als 2 Bar sein kann, weil der Reifen doch noch ein bisschen weich war beim Draufdrücken. Naja, jedenfalls ist der dann runtergerutscht. Keine Ahnung, woran was jetzt genau der Fehler war. Ich vermute, dass das am Thema Hookless liegt. Und zwar hört man ja bei Hookless-Felgen öfter mal, dass die runterrutschen. Beziehungsweise da gab es ja auch so einen Fall bei der Tour de France und so. Also bei Hookless habe ich zumindest schon ein paar Mal gehört, dass das wohl passieren kann. Mir ist das 2 Mal passiert. Ich vermute, das liegt am Thema Hookless. Nächstes Mal würde ich auf jeden Fall keine Hookless-Felgen mehr nehmen. Tubeless auf jeden Fall. Tubeless ist super, aber halt nicht Hookless. Aber im Endeffekt ist nichts passiert. Ich bin nicht gestürzt, hatte keinen Unfall. Alles gut. Ist ein Fehler, aus dem man lernt. Nächstes Mal nehme ich andere Felgen. Aber wie gesagt, die Laufräder an und für sich super. Also ich muss sagen, vom Fahrgefühl super komfortabel. Die Vibrationen werden weggedämpft. Das wiegt gefühlt gar nichts. Die Laufräder an sich auch super steif. Man hat voll die Kontrolle, super agil, gerade im Gelände. Also ich muss sagen, so von den Pyrope-Felgen, von den Pyrope-Laufrädern, nicht die Felgen, bin ich ein super Fan. Und ich glaube, ja, ich muss die jetzt leider zurückgeben. Das war nur eine Leihgabe für das Rennen, aber ich kann mir vorstellen, mir die Dinger nachträglich nochmal zu kaufen. Genau, ansonsten, was haben wir noch gemacht an dem Fahrrad? Ich glaube, so viel gar nicht mehr. Ne? Also ja, die Trinkflaschen suboptimal, Felge suboptimal. Campagnolo wird durch eine Shimano GRX ersetzt vermutlich. Mal gucken, vielleicht hat SRAM auch was, aber ich tendiere zur GRX. Ja, das waren so ein paar Kleinigkeiten am Rad, die verbesserungswürdig sind. Bremsscheiben kann man sich drüber streiten, aber vermutlich würde ich die nochmal nehmen. Zumindest bei einem Rennen, was so viele Höhenmeter hat, wo es dann halt auch auf Gewicht ankommt. Genau. Und jetzt stellt sich die Frage, was hatte ich dabei? Ich hatte dabei, hier in der Tasche, die war voll mit Gels, aber daneben hatte ich noch eine kleine Pumpe, Reifenheber, Ersatzschläuche und ein Imbusset. Also im Endeffekt Sachen, die ich für eine normale Tagestour auch mitnehmen würde. Werkzeug, Pannenset. So, mehr nicht. Da drin hatte ich einen Akku für meine Lampe. Ich habe hier nämlich für nachts habe ich hier die Sigma Basta 2000 HL. Eigentlich eine Helmlampe, ist aber super hell. Der Akku hält ewig und die nehme ich dann immer, wenn ich nachts fahre. Gerade wenn ich schneller fahre auf Trails und ich wirklich alles sehen muss. Da reicht so eine kleine Lampe nicht, weil da kann ich nicht weit genug gucken, wenn ich eben mit einem entsprechenden Tempo unterwegs bin. Deswegen habe ich hier eine super helle Lampe mit einem Akku-Pack. Und das Tolle hier dran ist, der Akku-Pack ist gleichzeitig eine Powerbank, weil ich habe hier einen USB-A-Anschluss. Und damit kann ich auch noch das Handy laden. Das hatte ich da drin. Ansonsten war auch alles hier voll mit Gels. Und mehr hatte ich nicht dabei. Das war's. Ich hatte Akku-Pack,
Lampe, Werkzeug, falls ich mal eine Panne habe, und 77 Gels. Warum 77? 80 habe ich nicht reinbekommen. So, und ich habe mir ausgerechnet, alles klar, wenn ich alle 45 Minuten ein Gel nehme, dann komme ich damit durch. Ich wollte nämlich nicht zum Einkaufen anhalten, weil es da A, nicht viele Einkaufsmöglichkeiten gab, und zweitens dachte ich mir, naja, wenn es dann nur wenige Einkaufsmöglichkeiten gibt und da stehen noch andere davor und dann bildet sich dann eine Schlange, da verliere ich ja nur unnötig Zeit. Dementsprechend war meine Taktik, mit dem Setup einfach durchzufahren. Aufgrund der Panne, die ich hatte, hat das dann nicht geklappt und dann, ja, lag ich da halt ohne Schlafsachen und habe ein bisschen gefroren, aber hat funktioniert. Ich glaube, ich habe 2 Nächte draußen gepennt dann, weil nachdem das Rennen für mich gelaufen ist, habe ich mich nicht mehr beeilt. Also ich habe dann im Endeffekt das Beste draus gemacht und dann ab der Hälfte beschlossen, das wird jetzt eine entspannte Bikepacking-Tour. Hat trotzdem Spaß gemacht, super schönes Erlebnis, dann noch Leute kennengelernt. Ich kam mit echt vielen ins Gespräch und beim Durchheizen hat man halt nicht diese sozialen Interaktionen. Aber wenn man es gemütlich angehen lässt, dann kann man das Rennen auch durchaus genießen, selbst wenn man keine Schlafsachen dabei hat. Genau, so viel zu dem Setup und zu meiner Packliste. Rückblickend würde ich sagen, wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, eine Rettungsdecke zumindest mitzunehmen, weil ein bisschen gefroren habe ich nachts schon. Wenn man das als Rennen angehen möchte, muss man nicht viel Kram mitnehmen. Aber wenn man sagt, man macht dann eine normale Bikepacking-Tour draus, ja, dann nimmt man halt Bikepacking-Kram mit. Ne? Dazu habe ich ganz viele andere Packlisten gemacht. Ja, ihr könnt euch ja mal orientieren an meiner Nordkap-Packliste. Der Unterschied ist dann halt nur, man nimmt keine super warmen Klamotten mit und der Fleece-Pulli kann daheim bleiben. Aber ansonsten kann man sich von der Packliste so ein bisschen daran orientieren. Wenn man es als Race sieht und auf Risiko geht, so wie ich, dann, ja, ich dachte mir, wenn ich etwas nur vielleicht brauche, dann nehme ich es gar nicht mal mit. Also auch Kettenwachs habe ich nicht mitgenommen. Ja, ich habe meine Kette vorher heiß gewachst. Dachte mir schon so, ja, für 800 Kilometer reicht das jetzt. Also Flüssigwachs habe ich auch nicht mal mitgenommen zum Nachwachsen, weil alles, was ich vielleicht brauche, nehme ich nicht mit. Ich habe nur Sachen mitgenommen, von denen ich ganz sicher wusste, dass ich sie brauchen werde. Ja, außer Flickzeug und der Ersatzschlauch. Das war diese Vielleicht-Geschichte. Aber das wäre ohne Ersatzschlauch loszufahren, wäre vielleicht doch zu riskant gewesen, auch wenn ich dann am Ende keinen Platten hatte. So viel zu meinem Badlands-Setup. Ihr seht, einige Sachen haben nicht ganz funktioniert. Aber man lernt dazu. Fürs nächste Mal weiß ich es einfach besser. Und mal schauen. Vielleicht nehme ich irgendwann nochmal einen zweiten Versuch in Angriff. Und dann läuft das Ganze nochmal besser. Wir schauen mal, was wird. Und ich hoffe, euch hat das Video hiermit gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe vor allem, dass wir uns beim Start sehen am 12. Oktober um 12 Uhr in Frankfurt am Main an der Hauptwache. Dann laufe ich nämlich los und dann wird gerannt Richtung Marokko. Ich denke mal 2,5, 3 Monate kann die ganze Geschichte schon dauern. Wird auf jeden Fall ein super cooles Abenteuer und falls ihr das nicht verpassen sollt, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn es wird unterwegs auch Updates geben in Form von neuen YouTube-Videos. Ja, ich verabschiede mich. Bis denn.